Der Kerner ist weg, aber ich sage Ihnen, wo er ist. Bengalos sind sein Reizthema und deswegen hat er uns heute Morgen noch einen Versuch vorgeschlagen. Wir haben ihn für ihn aufgebaut. Ja. Herr Kerner, was wollen Sie uns zeigen? Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass das nicht einfach irgendein Spaß ist und irgendwas Stimmungsförderndes. Das ist ein handelsübliches, wie heißt es genau, eine bengalische Zylinderflamme. Die kann man in Deutschland kaufen, unter bestimmten Bedingungen, zu bestimmten Zeiten. Von dazu befugten Personen ist das übrigens auch gestattet, die abzubrennen. Nicht natürlich in einem Fußballstadion, wie Reinhard Raubal zu Recht sagt, dann werden andere beeinträchtigt werden können. Und ich will einfach mal zeigen, wir haben hier einen Versuchsaufbau. Das ist eine handelsübliche, ein Baumwoll-T-Shirt ist das und eine Polyesterjacke. Alles heute gekauft. Vom TÜV Rheinland sind wir unterstützt worden beim Aufbau dieses Versuchs. Und ich will einfach mal zeigen, was passiert, wenn so ein Bengalo, erstmal passiert nämlich überhaupt nichts, nehme ich mal ein neues, wenn so ein Bengalo richtig an ist. So, das dauert ein bisschen, bis das sozusagen diese entsprechende Wirkung hat, bis da voll der Dampf rauskommt. Das stinkt jetzt schon bengalisch, hinten gehen die Leute schon weg. Jetzt kommt diese charakteristische, manche finden stimmungsvolle Flamme. Und wenn sowas dann geworfen wird und auf jemanden fällt, der selbst gerade gefallen ist, ein kleines Kind zum Beispiel, und Folgendes passiert, ja, dann ist das eine Frage von sehr, sehr kurzer Zeit. Das sind jetzt 3 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden, nehme ich schon weg. Ja, dann steht das Kind in Flammen, hat vielleicht eine Jacke an, die fest schmilzt auf der Haut. Diesem Kind ist nicht mehr zu helfen. Und wer bei Ansicht dieser Bilder noch sagt, das sei stimmungsvoll, der gehört eigentlich, ich will es gar nicht aussprechen, dem kann man nicht mehr helfen, sagen wir es mal so. Herr Kerner.